Es gibt keinen Frieden, nur Leidenschaft. Und diese werden diese Cutter-Krieger da vorne gleich zu spüren bekommen. Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich habe mich hier mal kurz zum nächsten Ziel begeben. Und jetzt wollen wir mal aus den Zielen tote Ziele machen. Explosiver Treibstoff. Na, das lädt doch zum Draufhauen ein. So. Falsches Ziel. Sechs von zwölf. Von 12. Eine kleine Gruppe brauchen wir noch. Aber das nehme ich mit. Ich glaube, die hier zählen auch dazu, oder? Ja, die zählen auch dazu. Dann nehmen wir den hier noch mit. Mit den Freunden habe ich nicht gerechnet, aber die sind auch kein Problem. Nur ein paar Lehrlinge hier. Keine Bedrohung. Wir haben beinahe das Maximum von 1 Million Credits erreicht. Warte mal. Ach, das dauert noch. Der sagt uns bei 20% drüber schon Bescheid. Bei 20% drunter natürlich. Drüber sind wir ja noch nicht. Sekunde mal, ich kann noch mal das hier da neben den Bewachen-Skill setzen. Da hinten ist unser Ziel. Wir erstatten mal Bericht. Die Tage der Kata sind gezählt. Möge ihr Untergang ein Beispiel für diejenigen sein, die Taris wieder aufbauen wollen. Wenn nur Tenna hier wäre, um euren schnellen Sieg zu sehen. Ich bin zurück und ich habe einen Freund mitgebracht. Das ist eine von Ordas Wachen. Ich hatte Spaß mit ihm. Musste erst seine Kumpel umbringen, damit er anfing zu reden. Ich hätte ihn in der Hälfte der Zeit gebrochen. Vielleicht. Aber ich wollte die Folter in die Länge ziehen. Den Schmerz richtig auskosten. Na los, Offizier. Spuck das aus. Und diesmal ohne Rumgeheule. Commander Order. Er hat Kampfläufer in der Nähe seines Stützpunkts versteckt. Sie überfallen jeden Angreifer. Mehr weiß ich nicht. Bitte, lasst mich frei. Okay, okay. Die Kampfläufer können von Sonden nicht entdeckt werden. Nur Orders oberste Agenten haben die Koordinaten und die sind verschlüsselt. Etwas Besseres konntest du nicht finden, Tanner? Ein unbedeutender Offizier mit Informationen aus zweiter Hand? Er ist alles, was wir brauchen, Meister. Ich werde Orders Stützpunkt selbst angreifen und diese Kampfläufer zerstören. Dieser Kampf ist nichts für Anfänger. Seht zu, wie ein Meister diese Kampfläufer auseinandernimmt. Denkt nicht einmal daran. Ich bin überfällig für ein Gemetzel. Wir werden ja sehen, wer qualifizierter ist, Order auszuschalten. Aber zuerst erledigen wir die Kampfläufer. Wir finden sie, indem wir seine Agenten für die Koordinaten ausschalten. Seine Männer haben viele Imperiale getötet, also zögert nicht. Mit den Koordinaten werden unsere Bomberstaffeln ihre Kampfläufer dezimieren. Orders Spielzeuge werden bald schon in Flammen aufgehen. Danke. Solch eine Mission verlangt nach den Besten. Tanner? Warte hier und übe für unseren Angriff auf Orda. Nein. Ich habe genug Zeit als eure Sklavin verbracht, Gravus. Viel Spaß mit eurem neuen Haustier. Und meine Schülerin reißt sich von der Leine. Tanners Macht ist unglaublich stark. Aber sie ist nur konzentriert, wenn man sie in Rage bringt. Und wie ich sehe, hat sie ihren armen Freund zurückgelassen. Wir müssen ihn loswerden.
wartet! Bitte tut mir nichts! Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß! Ich werde bei Order ein gutes Wort für euch einlegen. Hoffentlich sind alle Streitkräfte der Republik auf Taris so erbärmlich. Tötet die Agenten und übergebt dann die Koordinaten an Major Nost, den Leiter des Imperialen Bomberkommandos. Er ist bereits in unserem Außenposten stationiert. Ich freue mich schon drauf, von der Zerstörung der Kampfläufer zu hören. Das wird schnell gehen. Ist egal, welches Relikt wir nehmen. Wir sind weit über dem, was uns diese Missionen geben können. Ach so, jetzt weiß ich, warum die Mission hier angezeigt wird. Das ist kein Anzeigebug, das ist offenbar eine Flashpoint-Mission. Und da oben steht dann auch die Fähre, mit der man da hinkommt. Na gut, das werden wir mal getrost ignorieren. Wir haben wichtigere Ziele hier auf Taris zu erledigen. Na, stehen hier schon wieder welche? Nee. Sie kommen aber scheinbar gerade an. Das ist diesmal nicht unser Kampf. Wir müssen da nicht noch intervenieren. Oh, 75. Was suchst du denn hier? Die Kristalle lasse ich einfach mal in Ruhe. Dafür müssen wir uns erst wieder durch die Gegner schlagen. Und im Moment brauchen wir ja nicht wirklich was an Handwerksmaterialien. Ach ja, die werden übrigens nicht mehr im Inventar angezeigt. Ich vergesse das gerne mal, weil ich die relativ lange immer so mit mir rumgeschleppt habe, die Materialien. Dafür gibt es ja jetzt ein eigenes Menü. Keine schlechte Entwicklung der Dinge, wenn ich ehrlich bin. Archäologischer Fund. Nehmen wir doch mit. Wo biegen wir denn am besten mal? Ich glaube, ja, wir müssen da unten rein. Können wir uns hier vorbeischleichen? Ja, relativ gut sogar. Hier steht keiner an, was auch immer das ist. Irgendwas Kaputtes. Die lassen uns auch in Ruhe. Wunderbar. Ich will nur den General. So schnell stirbt man nicht. Aber die werden uns garantiert nicht in Ruhe lassen. Republikanischer Minenarbeiter. Können die was? Anscheinend nicht. Aber woher will man es wissen, wenn man es nicht ausprobiert? Sehr gut. Den Gegner hat dann Hitzelaser ausgepackt. Gut. 10 von 20. Wir haben hier offenbar einen Bonus. Bei dem Bonus lassen wir uns doch nicht lumpen. Ja.
Ach komm, was soll's. Ja genau, nimm du mal den da hinten. Ich kümmere mich um den hier. Ah. Dich haben wir doch gerade eben schon gesehen. Gut, wo geht's weiter? Per Aufzug nach unten. 19 von 20. Vermutlich sind hier unten noch welche. Jetzt habe ich was gut. Jep, ich werde nicht enttäuscht. Hier unten sind noch einige. Ach so, jetzt. Nehmen wir das hier auch noch mit. Wo geht's weiter? Einmal komplett durch die Anlage durch. Dann geht das einmal komplett durch die Anlage durch. Lila, was hat der kleine Druide denn hier fallen gelassen? Das werden wir uns doch gleich mal ansehen. Ah. Das ist offenbar ein Chip für die... für das Event, was im Moment läuft. Das Casino-Event auf Nar Shaddaa. Interessant, dass die hier sowas fallen lassen. Vor allem, was sollte der Druide damit? Nee, so rum. Kümmere dich mal kurz um den. Ich nehme das hier mit. Ach, guck mal. Hier oben liegt ein Datacron. Da müsste man hier... Ich weiß gar nicht mehr, wo das alles... wo das hochgeht. Aber anscheinend muss man hier... ich glaube... ja, das hier sieht doch nach dem Weg aus. Hier über den Kampf... kein Kampfläufer, das ist ein ganz einfacher... Lastenheber. Kommt man hier auf die Kiste. Und wenn ich nicht so scheiße wäre im Jump'n'Run und mich die hier mal in Ruhe lassen würden... da ist meine Maus. Kommt man da oben hoch. So ein bisschen über die Kisten rüber. Ich mache das einfach mal, einfach weil es gerade da ist und es mich interessiert, ob ich da einfach noch so hinkomme. Ich erinnere mich daran, dass ich das mal geholt habe, aber es ist schon sehr lange her. Von daher, ich bin außerdem zu doof, um da vernünftig zu springen. Ich bin einfach zu doof dafür. Da man die Datacons eben jetzt nicht immer, nicht alle... mit jedem Charakter holen muss, ist das ein bisschen außer Übung geraten hier. Das muss doch hier hoch sein. Ich stelle mich gerade ein bisschen dämlich an. So. Haben wir uns gerade kurz festgebackt. Ah, jetzt geht's. Hier hoch.
auf die Kisten und dann auf die Rohre da drüben. So. Und dann weiter auf diese Kisten. Hier hoch. Hier rüber. Auf die Kisten und dann auf das Rohr da. Ich hoffe, da kann man eben nicht hinten runterfallen. Nehmen ein bisschen Anlauf und höpp, rüber da. Sehr gut. Und dann hier rüber und hier rüber. Und dann sind wir da unten. Ich glaube, hier reicht es, wenn wir uns einfach fallen lassen. Guck, da sind wir beim Datacron. Von unten kommt man da leider nicht ran. So eine kleine Jump-Run-Anlage. Einfach nur als Fingerübung. Ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn ich das Sprinten ausschalte. Allerdings kann es dann sein, dass man den ein oder anderen Sprung verpasst. Immer langsam. Ihr habt die ganzen Soldaten. Wir sind keine Kämpfer, nur einfache Bergarbeiter. Und obendrein nur Angeheuerte. Wo ist General Fräker? Er ist der Aufseher, aber er packt nicht selbst mit an. War seit Wochen nicht mehr da. Werdet ihr ihn töten? Warum seid ihr so neugierig? Hey, ich bin nicht auf Ärger aus. Glaubt mir, die Bezahlung der Republik ist zu schlecht, um mich euch in den Weg zu stellen. Wenn ich den stillen Alarm auslöse, kommt Fräker mit seiner persönlichen Wache hierher. Wenn ihr das wirklich wollt, kann ich ihn herholen. Löst den Alarm aus. Alles klar. Bitte, schon erledigt. Der General wird hergerufen. Bitte, lasst uns einfach leben. Euer Nutzen für mich ist erschöpft. Nein! Da wird ja jemand sehr viel dünner sein. Feind gesichtet, Captain. Angriffsmodus 077. Männer, ausschwärmen! 077! Bereit machen zum Angriff! Wartet auf den Befehl des Generals! Ihr werdet erkennen, dass meine Elite-Soldaten würdigere Gegner sind als die Wachen und Bergarbeiter, die ihr hier abgeschlachtet habt. Sith, ich bin General Elaxis Frelka vom Republikanischen Strategiekommando. Euer Vorgehen hier stellt einen Bruch des Vertrags von Coruscant dar. Wir haben das Recht, euch zu töten. Ergebt euch. Wenn ich Sinn für Humor hätte, wäre ich jetzt wirklich amüsiert. Wir haben Gefängnisse, die Sith standhalten können. Vielleicht findet ihr die ja auch amüsant. Es ist wirklich Pech, dass ihr unsere Pläne aufgedeckt habt, aber es macht keinen Unterschied. Die Räder sind bereits in Bewegung. Unsere neue Technologie wird der Republik die waffentechnische Überlegenheit sichern. Und ich bin bereit, mein Leben für die Verteidigung dieser Einrichtung zu geben. Was genau baut ihr hier ab, das euch so einen Vorteil verschaffen wird? Dann wisst ihr es gar nicht. Oh, das ist zu gut. Männer, dieser Sith darf unsere Operation nicht aufdecken. Ihr habt Tötungsbefehl. Den habe ich auch. So viel dazu. Dann wollen wir mal doch mal nachgucken, ob wir hier was herausfinden. Können wir eigentlich... Ne, durch die Kiste können wir nicht durch. Das Ding hat ein Model. Gut. Schauen wir mal nach. Die Anlage zerstört sich selbst in
60 Sekunden. Interessant. Energie aus den sterblichen Überresten der Leute, die hier durch die Bombardierung starben. Das knallt ja ganz ordentlich. Lieutenant Pierce, ich weiß jetzt, wo ich General Minst finde. Ich bin auf dem Weg. Tolle Neuigkeiten. Ich habe auch was. Einen Scout-Bericht. Das Bataillon von General Durant vom Kriegsbund ist unterwegs. Bestimmt will er seine Position sichern. Einige meiner Kameraden vom Tarnkommando sind zurück. Wir hätten dem Bataillon diskret folgen können, um den General zu finden. Was meint ihr damit, wir hätten ihnen folgen können? Moff Hordern hat stattdessen einen Zug ausgesandt. Die Jungs und mich hat er festgesetzt. Seine Streitkräfte greifen soeben Durans Leute an. Er macht all unsere Chancen zunichte. Schaltet Hordern zu diesem Gespräch hinzu. Ich werde mit ihm reden. Mein Sith Lord. Ah, da seid ihr ja. Wie ich sehe, hat Lieutenant Pierce euch schon begrüßt. Ich hatte gehofft, das selbst tun zu können. Darf ich annehmen, dass der Lieutenant euch bereits informiert hat? Dank mir wird General Durans persönliches Bataillon ihn nicht erreichen, wo immer er auch ist. Die Armee des Generals anzugreifen war ein voreiliger und dummer Schachzug. Zieht eure Leute jetzt zurück und gestattet Lieutenant Pierce und seinen Männern nach General Durans Hauptquartier zu suchen. Verstanden? Ja, natürlich. Ich werde es sofort in die Wege leiten, mein Sith Lord. Wir finden etwas über Durant heraus, das schwöre ich. Viel Glück mit General Minst. Wir sollten jeden Vorteil ausnutzen, den wir bekommen können. Und wenn uns dieser Konvoi zu unserem Ziel führt, dann ist es auf jeden Fall das wert, dass wir den Konvoi passieren lassen. So, hier haben wir etwas. Müssen wir da hin? Oder müssen wir da kaputt hauen? Offenbar. Gut, dann nutzen wir mal hier die Schnellreise und holen uns ein Taxi darüber. Guck, da kommt schon der nächste hier reingeprügelt. So, wo ist der Taxistand? Da. Wir fliegen mal hier rüber zum Außenposten. Und schauen mal, was es da zu tun gibt. Von wo aus wir da weitergehen können. Oh, und Sekunde mal. Ah, im Fahrzeug nicht möglich. Okay, dann machen wir das gleich. Ich kann hier mal den Stimp auffrischen. Und so einen Erfahrungsschub. Da wir den, ich meine, die können wir sogar nicht verkaufen. Deshalb sollten wir den vielleicht mal einsetzen. Auch wenn wir schon hoffnungslos überlevelt sind. Wo sollen wir denn sonst hin damit? So hat er wenigstens noch einen Nutzen. Den Stim und den Erfahrungsschub. So. Inventar ist noch frei genug. Und hier gleich nördlich von uns ist die Position, wo wir die Koordinaten für die Kampfläufer holen können. Na dann, mal rein da. Da ist schon wieder ein Kristall. Machen wir so und so. Dann können wir uns hier schon mal in Angriffsreichweite begeben. Wo finden wir die denn, die Koordinaten? Hast du die Koordinaten dabei? Du bist auf jeden Fall etwas stärker. Oh ja. Der hat die Koordinaten gehabt. Zumindest einen Teil davon. Blau. Was hast du denn blau dabei?
Ein paar bessere Stiefel. Aber Präzision und Angriffskraft. Ich brauche aber... Warte mal. Nee, nicht O, sondern C. Das kannst du doch verwenden hier. Und einen Helm hast du auch nicht. Dann kriegst du mal den Helm. Und Kopfslot ausblenden. Dann fällt er nicht auf. Ich finde den Helm an sich nämlich ein bisschen hässlich. Und die Hosen sehen nicht schlecht aus, aber ich fand, das hier passt doch besser zu dir. Und die Stiefel setzen wir auch mal dahin. So. So ein bisschen anpassen kann man den eigenen Gefährten auch. Was soll denn das mit diesem Gift? Macht doch eh nichts. Ich bin zwar ein bisschen langsamer, aber es zögert nur das Unvermeidliche hinaus. So, nehmen wir den als nächstes da. Komm her, du kleine Blechkürzenkiste. Jetzt kommt hier noch so ein Elite-Trupp angerannt. Du hast zum Glück keine Elite-Immunität. Deshalb können wir den auch mal ein bisschen würgen. So. Hier sind wir fertig. Jetzt sollen wir wieder zurück zum Außenposten. Schnellreise ist noch nicht fertig, aber den Weg können wir auch mal schnell laufen. Das macht keinen Unterschied, ob wir da jetzt 10 Sekunden früher da sind oder nicht. Wir haben außerdem, was wir wollten. Jetzt können wir mal gucken, wo die Kampfläufer überhaupt sind. Da geht's rein. Major. Ich habe die Koordinaten der Kampfläufer. Darth Gravus möchte, dass sie in Stücke gesprengt werden. Gern. Das imperiale Bomberkommando enttäuscht niemals. Mein Lord, ich übermittle die Koordinaten jetzt an meine Bomber. Sie warten auf euren Befehl, Ordas Kampfläufer anzugreifen. Fabelhaft. Greift sie jetzt an, Major. Vergebt mir, Lord Gravus. Es ist eure Schülerin. Sie hat mit imperialen Truppen ihren eigenen Angriff auf Commander Orda gestartet. Danke, Captain. Wir kümmern uns um sie. Tanas Impulsivität ist gleichzeitig eine Stärke und eine Schwäche. Sie wird viel zerstören, aber sie kann Order nicht allein besiegen. Ich hoffe, er verpasst ihr ein paar blaue Flecken für mich. Je mehr sie einstecken muss, desto größer wird ihre Wut und ihre Stärke. Ihr findet Orders Stützpunkt in einer alten Kläranlage. Reißt seine Verteidigung nieder und findet meine abtrünnige Schülerin. Nur gemeinsam könnt ihr den Anführer der Republik abschlachten. Ordas Offensive wird bald beendet sein. Das wird ein historischer Sieg für das Imperium. Macht Ordas Leben ein Ende. Und falls ihr es schafft, mehr Soldaten zu töten als meine eigensinnige Schülerin, erhaltet ihr eine besondere Belohnung. Das sollte nicht allzu schwer sein. Auch wenn die Belohnung verglichen mit dem, was wir im Moment besitzen, relativ schwach sein wird, so reizt mich doch die Herausforderung an sich. Zeige alle autorisierten Ziele. Wir reisen mal zum nächsten Außenposten. Und dann können wir dann von da aus weitermachen. Wir haben einen Infiltrationsauftrag und ein Comorder. Frei zum Abschuss. Ein Killauftrag. Na, da werden wir uns doch um beides mal in der nächsten Folge kümmern. Ich sage dann mal an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen,
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und möge die Macht mit euch sein.